Je komplizierter die Dinge sind, umso einfacher möchten die Menschen Erklärungsmuster haben. Und natürlich wollen wir Antworten haben, wenn Dinge kompliziert sind. Und wenn da einer daherkommt, uns Dinge erklärt und ich das auch noch verstehe, dann bin ich glücklich. Nicht immer bin ich glücklich, wenn ich Günther Jauch schaue, wenn sich alte Männer streiten und wenn dann die Fetzen fliegen. Und eine Frau, die gestern wieder mal mit dabei war, ist Ulrike Herrmann. Sie ist Wirtschaftskorrespondentin der TAZ. Und ob sie mir die Griechenland-Krise und das, was da gerade passiert, erklären kann, das frage ich Sie selbst. Schönen guten Morgen, Frau Herrmann. Ja, hallo. Komplexe Dinge in einer Talkshow zu erklären, ist fast unmöglich, oder? Ja, das ist eben nicht der Sinn einer Talkshow, nicht? Das ist ja eine Mischung aus Unterhaltung und Erklärung. Das heißt, wenn man die Griechenland-Krise oder die europäische Krise erklären will, braucht man ein bisschen mehr Zeit und muss auch differenzieren. Das ist aber derzeit in der Stimmung, habe ich das Gefühl, überhaupt nicht der Fall, dass noch differenziert wird. Ja, also es gibt beides. Also es gibt auf der einen Seite natürlich diese platten Interpretationsmuster nach dem Motto, die Griechen verprassen unser Geld, was eindeutig nicht stimmt. Sie haben ja ihren Staatshaushalt um 30% bereits gekürzt, nicht? Und so stark gespart wie noch kein Land in Friedenszeiten. Aber auf der anderen Seite gibt es auch differenzierte Darstellungen. Und interessanterweise war das sogar bei der gestrigen Sendung von Jauch zu beobachten, weil es ja zum Beispiel da diesen einen Einspieler, also diesen kleinen Film gab, wo erklärt wurde, dass die Europäer bisher gar kein Angebot gemacht haben. Dabei wurde ja tatsächlich versucht, in der Jauch-Sendung auch zu informieren. Das ist das eine, das Angebot, das eigentlich kein richtiges ist und was auch selbst in der ARD erklärt wurde, dass noch kein Cent Steuergeld, kein deutsches Steuergeld nach Griechenland geflossen ist. Das ist auch ein Teil der Wahrheit, die oft weggelassen wird. Ja, genau. Also es gibt ja eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist, die Hilfsgelder, die nach Griechenland geflossen sind, in Anführungsstrichen, die sind ja gar nicht in Griechenland angekommen, sondern wurden eigentlich dazu benutzt, deutsche und französische Banken zu retten, die Geld nach Griechenland geliehen hatten und da eben auch, sagen wir mal, ziemlich sorglos waren. Also deutsches Steuergeld, in Anführungsstrichen, hat erstmal deutsche Banken gerettet. Aber wie Sie schon sagen, dieser Kreisverkehr war auch noch kostenlos, weil es ja so ist, dass die Griechen haben dann diese ganzen Kredite aufgenommen und zahlen dafür ja Zinsen. Und bisher ist das ein Plusgeschäft. Ist ein Plusgeschäft, zumal ja auch die deutsche Regierung oder der deutsche Staatshaushalt ja günstig Geld bekommt. Also Deutschland hat nur profitiert. Wieso setzt sich denn trotzdem die öffentliche Meinung durch, wir zahlen für die Griechen, also wir müssen bluten für die Griechen? Das ist doch eigentlich absurd, dass eine Wahrheit existiert, die man auch nicht nur nachsehen kann, die auch gesagt wird, aber trotzdem ist so die öffentliche Meinung, wir zahlen für die Griechen. Ja, also erstens wird dieser Eindruck ja ständig von den Politikern auch geschürt. Also da muss ich auch mal sagen, dass ich es geradezu unverantwortungslos finde, wie gerade CDU-Politiker agieren. Also es ist ja die Regierungspartei und die tun so, als seien sie eine populistische Oppositionspartei, nicht? Und statt mal Verantwortung zu übernehmen und den Deutschen zu erklären, wie es in Wahrheit ist, sind sie immer an der Speerspitze, wenn es darum geht, Lügen oder eben zumindest gezielte Unwahrheiten zu verbreiten. Eine gezielte Unwahrheit ist, dass wir für die Griechen zahlen und dass es auch ein vernünftiges Angebot gab. Das konnte man ja nun gestern lesen und hören. Andererseits habe ich das Gefühl, dass alle irgendwie sauer sind. Ich habe auch den SPD-Politiker Carsten Schneider, haushaltspolitischer Sprecher, gestern im Interview gesehen und der sagt, oh, das geht da alles so nicht so weiter, die verhalten sich unmöglich. Geht es hier um Haltungsnoten oder ist diese Atmosphäre zwischen Politikern wirklich so wichtig? Naja, also ich glaube schon, dass die restlichen Europäer ein Problem mit der griechischen Mentalität haben. Also also natürlich kam es nicht besonders gut an, dass der griechische Finanzminister Varoufakis immer Vorträge gehalten hat, die mehr so an Vorlesungen an der Uni erinnerten als an Vertragsverhandlungen. Also die anderen Europäer fühlten sich von ihm belehrt. Jetzt ist es ja auch so, dass Varoufakis zurückgetreten ist, um die Verhandlungen mit den anderen Europäern zu erleichtern. Und das ist wahrscheinlich ein richtiger Schritt gewesen. Aber abgesehen davon, also von dem Atmosphärischen, das offenbar schwer gestört ist, aber das kann man ja nur von außen beobachten kann man eigentlich nicht wirklich sagen, weil man ja nicht dabei ist. Aber andere Problem ist natürlich, dass wenn man jetzt Griechenland entgegenkommt, was dringend nötig wäre, würde ja von den Europäern verlangt, dass sie eigentlich grundsätzlich anerkennen, dass ihre Austeritätspolitik falsch ist, nicht? Also die Sparpolitik im Grunde zu sagen, man kann Wachstum nur schaffen oder eine Volkswirtschaft stabilisieren, indem man spart. Das ist ja genau. Die grundfalsche Annahme, wie Sie sagen.
Ja, genau, das ist die Idee, nicht? Man Sparen schafft Wachstum und das ist einfach Quatsch und ist noch nie in der Geschichte gelungen und gelingt natürlich jetzt auch in der Eurozone nicht. Mhm. Aber von diesem Dogma wegzukommen, ist natürlich für die herrschenden Europäer, also die beispielsweise vorneweg Deutschland, also Schäuble und Merkel, sehr schwer, weil sie ja diesen Kurs 5 Jahre verfolgt haben. Nun nach 5 Jahren zu sagen, ja eigentlich haben wir eigentlich nur bisher die falsche Politik betrieben, ist natürlich eine echte Herausforderung. Mhm. Ist das nun auch eine ideologische Frage, weil das ist ja nun eine linke Regierung mit ein paar schrägen, durchgeknallten Politikern, die ja die Scherben irgendwie wegmachen sollen, die auch zum Teil populistisch sind, also ja nicht so einfach. Aber trotzdem ist es eben eine linke Regierung. Fremdeln damit auch die zum größten Teil konservativen Politiker in Europa? Man muss sagen, das ist eigentlich eine etwas ungerechte Unterstellung, weil interessanterweise war es ja das vor Tsipras war ja eine konservative Regierung dran unter dem Premier Samaras und auch dieser konservative Premier bekam keinerlei Zugeständnisse. Aha. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Europäer bei den Griechen irgendwie wählerisch wären, nicht? Sondern also, aber Tsipras soll jetzt die gleiche Liste unterschreiben, die auch schon Samaras vorgelegt wurde. Also deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, ja, die wollen ja einfach nur diese linke Regierung weghaben. Aha. Aber was es natürlich gibt im Kalkül, ist im November, wahrscheinlich etwas früher jetzt, wird ja auch Spanien wählen. Und man möchte natürlich jetzt den Griechen keinen Triumph gönnen, damit Podemos in Spanien, also nicht die neue Linkspartei dort, nicht auf die Idee kommt, dass es sich lohnt, gegen die Europäer vorzugehen. Nicht? Also es gibt durchaus sozusagen schon eine europaweite Sorge vor den Linken. Aber wenn es um Griechenland konkret geht, dann muss man sagen, von den Griechen wurde egal welche Regierung immer verlangt, dass sie hart sparen. Was ja nun das Ergebnis hat, dass es in Griechenland keine demokratische Partei gibt, die nicht schon mal an der Macht gewesen wäre. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen, wenn ich das noch sagen darf, Wahnsinn gewesen an dem Kurs der Europäer. Das wurde ja sehr deutlich vor dem Referendum, dass sie sich eigentlich erhofften, dass die Griechen mit Ja stimmen und dass man dann Tsipras los ist. Aber es war für niemals klar, wer dann eigentlich regieren soll. Nicht? Das haben die Europäer auch nie gesagt, denn es gibt niemanden mehr. Das muss einem ganz klar sein. Tsipras ist die letzte demokratische Möglichkeit in Griechenland und schon deswegen sollten die Europäer jetzt endlich versuchen, sich mit ihm zu einigen. Hm. Also ist es nicht unbedingt ein Richtungsstreit, wie der Philosoph Žižek sagt. Der sagt ja, der zeitgenössische Kapitalismus begrenzt die Demokratie und es geht hier tatsächlich um einen Richtungsstreit, wie sich Europa aufstellt, ob es eben nur um das Primat der Ökonomie geht oder ob es um eine Werte- und Solidargemeinschaft geht? Nee, also das finde ich einfach zu schlicht. Ne? Mhm. Also denn zum Beispiel ist es ja so, leider, muss man sagen, sind ja auch in Deutschland weit über 80% der Meinung, also dass Angela Merkel die richtige Europolitik betreibt. Also der Kurs von Merkel, obwohl er falsch ist, ist in Deutschland demokratisch abgesichert. Ne? Mhm. Das heißt, nur zu sagen, wenn eine Politik einem nicht gefällt, das ist schon mal undemokratisch, finde ich jetzt auch ein bisschen schlicht. Dann kommen wir mal zu dem komplexen Thema, das Geld, wo das Geld herkommt. Der internationale Währungsfonds hängt mit drin, es hängt die Europäische Zentralbank mit drin, dann gibt es ELA-Kredite und so weiter. Es ist ja gar nicht mehr so richtig auseinander zu klamüsern, wo eigentlich Rettungsschirme oder Hilfsgelder fließen. Welche Rolle, um mal sich auf eine Sache zu begrenzen, spielt denn der internationale Währungsfonds? Sie haben in einem der letzten Artikel in der Taz, in der Tageszeitung geschrieben, dass der IWF gar nicht nach Europa gehört. Wieso denn das? Naja, man muss ja mal sehen, der IWF ist eine internationale Organisation, gehört in den Verbund der UNO und da sind 188 Mitgliedsländer. Praktisch eigentlich alle UNO-Länder sind dort auch Mitglied. Der eigentliche Zweck des IWF ist, Entwicklungsländern und Schwellenländern dabei zu helfen, wenn Finanzturbulenzen auftreten. Und Griechenland ist ja nun eindeutig kein Schwellenland und auch die Eurozone ist reich genug wirklich, um Griechenland zu unterstützen. Wie gesagt, die Kredite haben ja bisher noch nicht mal Geld gekostet, sondern man hat sogar noch einen Gewinn gemacht mit Griechenland. Das heißt, es ist einfach Quatsch, dass jetzt dieser IWF hier ständig beschäftigt wird, nur weil die Europäer das selber nicht auf die Reihe kriegen. Mhm. Und eigentlich müsste man den IWF ziehen lassen, also und seine Kredite sozusagen anders finanzieren, wäre ja mühelos möglich über den Rettungsschirm. Und das ist auch das Interesse des IWFs. Also Länder wie Malaysia, die ja da Mitglied sind, nicht? Die fragen sich schon seit 5 Jahren, warum jetzt ihre Gelder als Kredite nach Griechenland gehen.
Das heißt, Sie haben ja in dem Artikel in Taz geschrieben, der IWF muss dringend raus aus Europa. Er stellt Ultimaten, die Griechenland wirtschaftlich ruinieren werden. Aber nicht nur der IWF stellt Ultimaten, oder? Nee, das stimmt. Also aber der IWF wurde an Bord geholt, nicht, damit er auf jeden Fall immer diese Sparauflagen verlangt. Und dann man und Merkel dann sagen kann, ja, die Griechen müssen sparen, der IWF verlangt das so. Also es ist eine, der IWF hat hier in Europa die Rolle, dass sich die Politik dahinter verstecken kann. Und das ist das, vorhin hatten wir ja das Thema Demokratie in Europa, und das ist die eigentliche Gefahr, dass hier inzwischen die Troika regiert und die durch nichts demokratisch legitimiert ist. Der IWF natürlich auch nicht, der genau. Zur Troika gehört. Also fassen wir nochmal zusammen, sprachlich sollte man eigentlich nicht unbedingt Hilfsgelder sagen, sondern Kredite. Weil das bisher stimmt, ja. Sind es ja nicht irgendwie Almosen, die da hingehen, sondern der Internationale Währungsfonds, die EZB und so weiter borgen der griechischen Regierung Geld. Das kann man so sagen. Es ist erstmal geborgtes Geld, also ein Kredit. Ja, richtig. Bis im Moment. Kann das jetzt umschlagen, weil Sie haben ja gestern beschrieben, dass die EZB dringend der griechischen Regierung Geld zur Verfügung stellen muss. Das sind dann aber auch nur wieder Kredite, oder? Ja, genau. Aber da muss man jetzt mal unterscheiden. Also es gibt immer, das ist jetzt etwas sehr technisch, aber es gibt ja immer zwei verschiedene Fälle. Das eine ist, ein Staat oder eine Bank oder eine Firma ist insolvent. Das heißt, sie hat so viele Kredite aufgenommen, dass sie die nicht mehr zurückzahlen kann. Der zweite Fall ist, ist eigentlich solvent, also eigentlich gesund, aber man hat ein Liquiditätsproblem, weil plötzlich ganz viele Leute ihr Geld abziehen. Das ist der erste Fall, also das mit der Insolvenz, das ist dem Staat Griechenland passiert, nicht? Mhm. Also das im Mai 2010 ist aufgefallen, dass der griechische Staat viel zu viele Kredite aufgenommen hat und die er nicht zurückzahlen kann. So seitdem läuft eben dieses Spiel, dass die Europäer Kredite an Griechenland vergeben, um ihre eigenen Banken damit zu retten, die vorher dem griechischen Staat zu viel. Damit die ihre Raten die Raten an uns oder an die deutschen oder französischen Banken zurückzahlen können. Ja, genau. Das ist schon alles sehr kompliziert. So, das war sozusagen eine richtige Solvenzkrise. Also der griechische Staat war faktisch pleite. Und wenn man ihm nicht geholfen hätte, in Anführungsstrichen, dann wären die deutschen und französischen Banken, die dem griechischen Staat Geld geliehen haben, wirklich schwer in Bedrängnis geraten. So, der zweite völlig andere Fall ist, was sich jetzt bei den griechischen Banken abspielt. Also die sind eigentlich gesund. Das hat sich auch bei dem Stresstest 2014 herausgestellt, der von der EZB durchgeführt wurde. Das ist also jetzt nicht das Problem. Sondern aber jetzt haben ja alle Griechen die Angst, ihr Land könnte in die Drachme abwandern oder abrutschen. Und dann wollen sie natürlich vorher ihre Euros noch retten, die sie auf den Sparkonten haben, damit die dann nicht einfach so in eine schwache Drachme umgewandelt werden. Mhm. Also stürmen sie alle zu der Bank, holen ihr Geld ab. So, und dann ist eine Bank, die gesund ist, trotzdem pleite, weil das Geld... Bankrun. Ja, das ist ein sogenannter Bankrun, genau. Weil die Bank hat ja das Geld, das sie von den Sparern bekommen hat, hat sie ja selber verliehen an Firmen, auch an den griechischen Staat, sonst wohin. Und kann ja jetzt nicht einfach zu den Firmen beispielsweise sagen, denen sie Kredite gegeben hat, wisst ihr was, wir brauchen das Geld sofort zurück. Unsere Sparer sind gerade panisch. So, und dann kommt also so eine Bank, einfach weil sie bei den bei ihren Kreditkunden das Geld nicht zurückkriegt, die Sparer aber das Geld haben wollen, kommt also sozusagen in eine schwere Schieflage. Und für diesen Fall, der keineswegs jetzt nur in Griechenland auftreten kann, sondern ein regelmäßiges Event eigentlich auf Finanzmärkten ist, genau dafür gibt es Zentralbanken. Man muss sich einmal fragen, warum gibt es überhaupt Zentralbanken? Die sind in der Geschichte entstanden, genau um auf solche Bankruns zu reagieren. Und, damit die schnell Geld zur Verfügung stellen. Ja, genau, weil eine Zentralbank kann ja aus dem Nichts Geld drucken und kann an den Banken dieses Geld geben, bis sich die Sparer beruhigt haben, nicht, und ihr Geld wieder zurücktragen auf die Konten. Denn wenn jetzt zum Beispiel die Griechen merken würden, okay, wir bleiben im Euro, der Brexit ist keine Gefahr, dann würden sie natürlich ihre Euros, die sie jetzt abgehoben haben, wieder zurück zur Bank tragen. Denn es ist ja auch für die Griechen total umständlich, jetzt Milliarden und Milliarden in ihren Kopfkisten zu verstecken. Nicht? Also denn das ist schon allein die Gefahr, dass ein Einbrecher vorbeikommt, ist natürlich eklatant gestiegen in Griechenland. Nicht? Jetzt weiß ja jeder Dieb, dass er in jedes Haus in Griechenland einbrechen kann und ganz bestimmt Tausende von Euros findet. So, also das heißt, es ist ja eigentlich im Stress der Griechen, ihr Geld wieder zur Bank zu schaffen. Aber dafür brauchen sie eben das Gefühl, dass ihr Land auch im Euro bleibt. So, und dann könnte die EZB alle ihre Notkredite an die griechischen Banken wieder einsammeln.
Sie haben ja gestern gefordert, dass die Europäische Zentralbank genau das machen muss, jetzt erstmal ganz viel Geld, Bargeld zur Verfügung stellen muss. Und da gab es ja aus der Runde großen Protest, um Gottes Willen, da würde ja die EZB Politik machen. Macht sie das nicht schon die ganze Zeit? Ja, also erstmal muss man eben sagen, dass das Problem in Griechenland ja jetzt ist. Es gibt extreme Kapitalverkehrskontrollen, nicht? Also die EZB hat ja die Notkredite an Griechenland gedeckelt, also sobald bekannt wurde, dass es ein Referendum gibt. Jetzt haben die griechischen Banken kein Bargeld mehr, das sie auszahlen können. Deswegen gibt es jetzt an den Bankautomaten so lange Schlangen. Und faktisch ist das Bargeld jetzt fast ganz weg. Das heißt, dieser gesamte Geldkreislauf kommt komplett zum Erliegen. Wenn die EZB jetzt nicht heute oder morgen sagt, okay, wir stocken die Notkredite auf, es gibt wieder Geld an den Bankautomaten, dann ist es so, dass ohne dass irgendjemand irgendetwas entschieden hat, Griechenland von automatisch in den Grexit rutscht. Denn man braucht ja irgendeine Form von Geld und dann fängt man an, eine Parallelwährung zu kreieren. Also in der Form zum Beispiel, dass der griechische Staat dann Schuldscheine ausgibt, um seine Staatsbediensteten zu bezahlen. Und dann würden diese Staatsbediensteten diese Schuldscheine natürlich an irgendwelche Läden weiterreichen, wo sie selber einkaufen wollen und so weiter. Und dann hätte man eine Drachme faktisch geschaffen. Mhm. Und das heißt nur, dass wenn die EZB jetzt ihre Notkredite nicht aufstockt, dann hat sie extrem politisch gehandelt in der Form, dass sie den Grexit forciert und erzwungen hat. Darf ich mal einen einfachen Vergleich machen? Ich weiß nicht, ob der hinkt. Also ein reicher Typ, ne? Mhm. Verborgt Geld an jemand, ja? Mhm. Und der ist pleite und überlegt sich, das Leben zu nehmen und kann sich nichts zu essen mehr leisten und ist die Gefahr, er verhungert und verdurstet oder nimmt sich das Leben. Mhm. Und derjenige, der das Geld hat, hat ja und die das verborgt hat, kümmert sich jetzt um denjenigen aus Eigennutz, vielleicht auch, weil er Mitleid hat, aber auch, weil er sein Geld irgendwie wann wiederhaben will und erhält ihn am Leben und sagt, gib ihm was zu essen, was zu trinken und sorgt dafür, dass er sich nicht das Leben nimmt. Ist das vereinfacht gesagt der Vergleich, dass sozusagen die Gläubiger bisher ein Interesse an Griechenland haben, damit sie irgendwann ihr Geld zurückbekommen? Ja, natürlich. Also genauso könnte man das beschreiben. Also wenn man jetzt da so einen Grexit hinlegt, nicht, dann wäre es wahnsinnig teuer. Denn es ist ja klar, also erstens bräuchten die Griechen Hilfspakete und das muss man ganz physisch sich vorstellen. Denn wenn die jetzt so eine schwache Drachma haben, dann können sie auch notwendige Importe dann nicht mehr tätigen. Zahlen. Ja genau, also beispielsweise Nahrungsmittel oder Medikamente oder auch Öl. Das wird dann alles unerschwinglich teuer. Also müsste die Eurozone da erstmal mit Hilfsgeldern und Hilfspaketen eingreifen. So, das nächste Problem ist das, was Sie angesprochen haben. Kredite, die Griechenland bekommen hat, könnte es auf gar keinen Fall zurückzahlen. Denn wie soll man denn Euro-Schulden bedienen, wenn man so eine schwache Drachma hat? Also kann man auch alles abschreiben. Und dann hätte man das alleine, also Hilfspakete plus diese abgeschriebenen Kredite, kosten Deutschland schon mindestens 60 Milliarden Euro, wahrscheinlich noch mehr. So, und das sind ja nur die Sachen, die man tatsächlich beziffern kann. Hinzu käme ja ein Risiko, das überhaupt gar nicht zu kalkulieren ist, nämlich dass bei der nächsten Krise das nächste Land aus dem Euro fliegt, weil jetzt sich alle daran gewöhnt haben, dass man Probleme in der Eurozone immer so löst, dass das Land, das dann betroffen ist, eben rausfliegt. Und erklärt das auch die starke Verhandlungsposition von Varoufakis und Tsipras, die ja den ganzen Scherbenhaufen zwar nicht zu verantworten haben, aber jetzt sagen, das erklärt auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein? Die haben eine starke Verhandlungsposition, aber ich weiß eben genau deswegen, weil natürlich die Eurozone kein Interesse am Grexit haben kann. Aber ich weiß nicht, ob die Eurozone wirklich kapiert, wie gefährlich ein Grexit ist. Also ich habe das Gefühl, dass Schäuble zum Beispiel ganz im Ernst denkt, ein Grexit sei nicht besonders schlimm. Also da macht sich auch so eine erstaunliche Sorglosigkeit breit, die mich fassungslos macht. So, also ich glaube, dass die starke Verhandlungsposition von Tsipras, falls es oder seine sein Selbstbewusstsein eigentlich von etwas anderem herrührt. Denn wenn man sich jetzt mal überlegt, was hat das Referendum eigentlich gesagt, dann sagt es im Kern, 60% der Griechen wollen unter allen Umständen, dass Tsipras der Premier bleibt. Denn das war ja, also die Europäer haben ja letztlich dieses Referendum zu einer Abstimmung über Tsipras gemacht. Mhm. Nicht? Es war ganz klar, wenn Ja kommt, dann muss Tsipras weg, dann kommt irgendeine Übergangsregierung und so weiter. Und das wollten die Griechen nicht. Also neben dieser Angst, dass sie dann, wenn sie Ja sagen, für alle Zeiten da mit diesem Schuldenberg sitzen,
der, wie gesagt, ja vor allen Dingen deutsche und französische Banken gerettet hat, gibt es auch diese ganz starke Unterstützung für die eigene Regierung. Und das wird bleiben. Das heißt, wenn die Europäer sich jetzt nicht bewegen, das kann ja sein, dass sie jetzt auf stur schalten und sagen, das interessiert uns doch nicht, was für ein Referendum in Griechenland stattfindet. Wir wollen, dass das Land weiter spart. Dann würden die Griechen, das ist sozusagen das Signal des Referendums, Tsipras in den Grexit folgen. Ne? Das ist jetzt klar. Also die Hoffnung der Europäer, dass man irgendwie Tsipras los wird, nicht, können sie jetzt gleich kriegen. Das muss ich erstmal setzen lassen und wir, die wahrscheinlich werden die Ereignisse jetzt in den nächsten Stunden und Tagen folgen und da hängt ja auch, also ist ja immer so die Frage, Schicksalsfrage Europa, wenn Sie das so beschreiben, könnte das doch tatsächlich sein, dass sich die Währungsunion tatsächlich destabilisiert, zumindest bei der nächsten Krise von einem Land, also kann ja auch schon Italien oder Portugal treffen? Ja, natürlich, also vielleicht nicht jetzt in diesem Jahr, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber wenn man jetzt nicht das klare Signal sendet, dass alle, die auch mal eine Krise haben, trotzdem im Euro bleiben, wenn dieses Signal ausbleibt, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der gesamte Euro auseinanderfliegt. So, und insofern ist es so, dass wir jetzt gerade Weltgeschichte erleben. Also egal, wie das am Ende ausgeht, diese Krise wird wirklich eine große Bedeutung erhalten. Wir erleben Weltgeschichte und wir sind mit dabei und wir haben darüber gesprochen mit Ulrike Herrmann von der Taz, die jetzt wahrscheinlich darüber sofort einen Artikel schreibt und wir den morgen in der Taz lesen können, nehme ich an. Ja, irgendwas muss ich machen, wahrscheinlich was für EZB. Dann wünsche ich Ihnen ein gutes Händchen zum Schreiben. Kommen Sie gut durch den Tag und recht vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke auch. Ne? Das war Ulrike Herrmann, die auch ein Buch geschrieben hat über den Sieg des Kapitals und sie ist natürlich auch Wirtschaftsredakteurin der Taz, die Tageszeitung. Built to Spill war das von der aktuellen Platte Unthored Moon. Also wir haben uns verquatscht, es tut mir leid, wer da fluffiges, lockeres Musikprogramm jetzt erwartet hat, ich habe mich mit der Frau Herrmann verquatscht und sie sagte aber jetzt noch im Nachklapp, als ich mich verabschiedet habe, es ist nicht einfach zu verstehen, weil es die komplizierteste Materie in der Wirtschaftsgeschichte jemals ist. Also es ist so komplex, die Euro-Krise, das nicht einfach zu erklären. Und wenn was kompliziert ist, versucht man einfache Erklärungsmuster, aber sie sagt wirklich, es ist historisch und der komplexeste Vorgang in der Wirtschaftsgeschichte und damit sozusagen in der Gesellschaftsgeschichte, wie diese Euro-Krise, Ursache, Wirkung, Interessen und so weiter, nicht so leicht. Wir werden demnächst das Interview mit Ulrike Herrmann auch online stellen. Wenn ihr es euch also nochmal anhören wollt, dann ist das möglich in wenigen Stunden auf radiofrei.de.